Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Brüder und Schwestern. Willkommen in der Ar-Rahman-Moschee. Heute wieder Rashid, euer Gastgeber. Und wieder habe ich für euch ein kleines Häppchen. Diesmal ist es keine Nahrung. So, was machen wir nach dem Suhoor? Am besten Zähne putzen. Vor dem Gebet, nach dem Gebet, nach Fajr, vor Fajr. Spielt keine Rolle. Wenn du meinen Tipp haben willst, mach es einfach vor dem Fajr-Gebet. Weil damit sorgst du dafür, dass eventuell Essensreste, die zwischen den Zähnen, hinter den Backen, wo auch immer versteckt sind, du nicht während des Gebets oder während du fastest, aus Versehen verschluckst. Aber ansonsten ist es gar kein Problem, wenn du auch später die Zähne putzt, wenn du nach dem Fajr-Gebet weiter schläfst, weil Wochenende ist, und später nochmal die Zähne putzt, das ist gar kein Problem. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der dir dann sagt, ey, weißt du was, ich putze mir nicht die Zähne. Da gab es doch diesen Hadith, der heißt, dass Allah den Mundgeruch eines Fastenden lieber isst als der Moschusgeruch. Weißt du was, dann lass es doch aus meinem Mund qualmen. Nein, so ist das nicht zu verstehen. Was Allah damit sagen will, ist, dass Allah der Geruch eines Fastenden lieber ist, das heißt, als der eines Nicht-Fastenden. Das heißt, es geht hier ums Fasten. Allah ehrt dich und sagt dir, ey, lass den Mundgeruch kein Grund dafür sein, dass du nicht fastest. Sag nicht, du hast ein Bewerbungsgespräch, du musst zur Schule, du arbeitest mit vielen Leuten. Nein, lass das kein Grund dafür sein, nicht zu fasten. Allah ist der Mundgeruch eines Fastenden lieber als der Moschusgeruch eines Nicht-Fastenden. Das heißt, es geht darum, dass derjenige fastet. Von daher, putz dir ruhig die Zähne, damit du keinen Mundgeruch machst. Wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich regelmäßig die Zähne geputzt hat. Nur damals gab es den Siwak. Was war der Siwak? Das war die organische Biozahnbürste von damals. Das war ein Baum mit ziemlich weichen Bürsten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass es eine Erschwernis für meine Umma wäre, so würde ich denen sagen, dass sie vor jedem Gebet das Siwak benutzen. Das heißt, putze die Zähne, damit du keinen Mundgeruch hast. Und dasselbe gilt auch für abends. Dasselbe gilt auch für abends. Das heißt, bevor du zur Moschee kommst, nach dem Iftar-Gebet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nämlich gesagt, wenn du Lauch, Zwiebel oder Knoblauch isst, bleib zu Hause und komm nicht zur Moschee. Bleib zu Hause und komm nicht zur Moschee. Und in dem Hadith hat er direkt gesagt, wieso? Er sagte, weil die Engel und die Menschen sich von deinem starken Geruch gestört fühlen. Das heißt, hier geht es um den starken Geruch. Logischerweise gilt das auch für Raucher, die viel rauchen und einen starken Rauchgeruch aus ihrem Mund kommt, aus ihren Klamotten. Das heißt, wenn du stinkende Klamotten hast, bleib lieber zu Hause und komm nicht zur Moschee, wenn du die andere damit störst. Wenn du Schweißfüße hast, bleib lieber zu Hause, anstatt dass stinkende Füße der Hintermann, der vor dir, hinter dir betet, das mitkriegt oder andere gestört fühlen. Wenn du jemand bist, der sehr viel schwitzt, dann komm lieber nicht zur Moschee. Aber wir wissen, es ist normal. Es ist normal, Schweißfüße zu haben, zu schwitzen oder einen Mundgeruch zu haben. Das ist ganz natürlich. Aber es sollte nicht normal sein, dass wir an diesem Geruch haften bleiben. Das heißt, wir putzen uns die Zähne. Wir wechseln die Klamotten, wenn die nach Essen riechen. Wir wechseln die Strümpfe oder nehmen ein paar Strümpfe mit und waschen uns unten in der Moschee die Füße. Wir können Parfüm nehmen und dann in die Moschee mit einem gut riechenden Duft reinkommen. Parfüm natürlich nur für die Männer, nicht für die Frauen. Wir wissen aus einem anderen Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn eine Frau zur Moschee kommen will, dann soll sie sich vom Parfüm fernhalten. In diesem Sinne, kommt gut riechend zur Moschee, damit der Nachbar im Gebet neben euch sich nicht von euch gestört fühlt, sondern während des Betens auch noch etwas Wunderbares riecht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.